Er steht auf der Straße und macht Musik. Also am Anfang ist mir tatsächlich hier, ich glaube, das ist ein Saxophon, gar nicht aufgefallen. Aber dadurch, dass es so in der Musik war, ist es mir dann irgendwie viel mehr rausgestochen. Ich finde das sehr interessant, weil ich finde, durch diese Musik kann man irgendwie noch viel mehr interpretieren da rein, sag ich jetzt mal. Und das hat es irgendwie so ein bisschen lebendiger gemacht. Wie klingen Farben? Wie eindrucksvoll Musik sein kann, spüren wir beim Blick auf die Kinoleinwand. Andere Töne, andere Wirkung. Diese Dresdner Kunstwerke haben eines gemeinsam. Sie drehen sich alle um das Thema Musik. Auf ganz verschiedene Weise. Und es gibt noch etwas, was sie kurioserweise verbindet. Sie sprechen eine stumme Sprache. Deshalb hat die Städtische Galerie Dresden ausgewählte Werke vertonen lassen. Insgesamt 21 Musikstücke sind dabei entstanden. Sogar eine künstliche Intelligenz wurde für diese Tuschezeichnung von Paul Höfer eingesetzt. Aber auch ein orientalischer Sänger. Und ein Häftling aus Zeithain. Ja, also das Bild hat sich komplett verändert durch die verschiedenen Musik. Ja, also ich finde, das irgendwie sieht man das Bild dann ganz anders, wenn man so, also beim ersten war es mehr so wie Kinomusik, finde ich, also so düster, und auch mit dem Skelett war das dann mehr so eine düstere Stimmung, aber dann von dem Häftling war es ja so Elektromusik, und da hatte man irgendwie das Gefühl, dass das Skelett auch so ein bisschen gut drauf ist und irgendwie so tanzt oder so. Und dann bei der KI war das auch irgendwie so eine Mischung, finde ich. Das war auch so düster, aber mehr so auch mit Elektromusik. Ich fand das cool. Ja. Manchmal sprechen die Kunstwerke sogar, wie bei Alvin Weber. Das Ohr ist nicht nur unser Sinnesorgan. Auf diese Weise können wir die große Vielfalt unterschiedlicher Töne. Das Thema ist die gegenseitige Inspiration der Künste. Und nochmal ein klassisches Beispiel, was, glaube ich, fast jeder kennt, sind die Bilder einer Ausstellung. Von Modest Mussorgsky. Wer weiß denn eigentlich noch, wer die Bilder dazu gemalt hat? Kennt kein Mensch mehr den Maler. Alle Musiker stammen wie der berühmte Jazz-Schlagzeuger Günther Baby Sommer aus Dresden. Er durfte dieses Gemeinschaftswerk seiner Künstlerfreunde um A.R. Penck und Eberhard Göschel vertonen. Zu seiner großen Freude. Als ich die Namen gelesen habe, es ist ja die mir vertraute Dresdner Malerfamilie, mit denen ich auch private Beziehungen habe. Und dann habe ich mir natürlich das Bild angeschaut und habe gedacht, da haben sie mal ein Gemeinschaftsbild fertiggebracht. Eine spannende Entdeckungsreise. Viele der 100 Werke lagerten jahrzehntelang im Depot. Viele wurden noch nie gezeigt. Von der 91-jährigen Künstlerin Ann Siebert bis zur 19-jährigen Erika Streit. Die Ausstellung Töne, Tänze, Klänge, Krach läuft noch bis Ende Januar in der Städtischen Galerie Dresden. Dabei lohnt auch ein Blick auf das Begleitprogramm. Wer will, kann hier nämlich selbst den Pinsel schwingen und sein Bild von einem Dresdner Philharmoniker vertonen lassen.